euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein schönes schwarzes Päckchen bekommen. Und zwar von dem Typen, von dem auch mein Intro stammt, welches ich jetzt das erste Mal in diesem Video verwende. Und ich werde jetzt in diesem Video dieses schöne schwarze Päckchen öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich das Päckchen öffne, hier noch einmal der Hinweis, das hier ist meine Adresse. Hier könnt ihr mir gerne Fanpost hinschicken. Den Absender habe ich fachmännisch zensiert, denn Datenschutz geht vor. So, ich packe das Paket jetzt aus. Eine Menge schwarzes Klebeband. Das klebt aber ganz schön. Packen wir so lange hier hin. Mal gucken, ob ich das einfach so abziehen kann. Jo. Das klappt schon mal. So, damit ihr wisst, wo ihr Fanpakete hinschicken könnt, klebe ich das jetzt einmal hier an. Echt gut zugeklebt, muss man sagen. So, das Paket, oder das Päckchen besser gesagt, wurde von dem ganzen schwarzen Klebeband befreit. Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Kleingeld, was hier drin ist. So, die Spannung steigt. Was ist hier drinne? Ihr dürft zuerst gucken. Und jetzt gucke ich. Bitte den Akku vor Gebrauch ausreichend aufladen. Okay, ich glaube zwar nicht, dass hier ein Akku drin ist, aber danke für den Hinweis. So, ich packe jetzt aus. Hier sind solche Dinger drin. Das sind Wandtattoos. Mal schauen, wo ich die verwenden könnte. Dann ist hier drin ein Premium-Qualität-USB-Kabel, steht zumindest hier drauf, aber es ist kein USB-Kabel drin, sondern Figürchen. Dann ist hier noch drin etwas von Trumpf. Die Firma sagt mir zwar nichts, aber so sieht das Päckchen aus. Hier sind anscheinend Gummibärchen drin. Dann ist hier drin, auch noch mit schwarzem Klebeband. So, kleben wir mal hier hin. Ihr habt genug meine Adresse gesehen. Feuerzeuge. Und zwar eine Riesenmenge. Kann ich gut gebrauchen. Ich bin Raucher. Ein Feuerzeug.
2 Feuerzeuge, 3 Feuerzeuge und hier sind auch nochmal 3 Stück drin, 4, 5 und 6. So, als nächstes haben wir hier eingewickelt. Oha, das ist sogar noch kalt. Ein rotes Gönnergy. Werde ich auf jeden Fall mal demnächst probieren. Ich habe tatsächlich noch nie Gönnergy getrunken. Und diese rote Dose wird die erste Dose Gönnergy sein, die ich trinken werde. Aber das mache ich wie gesagt nicht in diesem Video. In diesem Video packe ich nur einfach mal aus und gucke, was hier drin ist. Dann haben wir hier drin Handschuhe. Mal gucken, ob die mir passen. Jo, die passen. Kann ich auch sehr gut gebrauchen. Dann ist hier noch eine Packung Gummibärchen drin. Dann ist hier ein 2-Cent-Stück drin. Da, wo das 2-Cent-Stück herkommt, da kommen noch viel mehr. Hier haben wir Verpackung. Kommt nach unten. Und hier ist auch noch ein bisschen Geld drin. Aber anscheinend hat die Tüte nicht gehalten, denn viele Geldstücke sind so lose im Paket drin. Packe ich erstmal hier hin. Als nächstes haben wir hier, ich glaube, das soll ein Cuttermesser sein. So sieht das Teil schon mal aus. Dann haben wir hier drinne ein Zahlenschloss. Kann ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Ein Schlüsselband ist hier drinne. Und zwar von verschiedenen Automarken. Opel, Mercedes, Audi, DTM im ersten. Hänge ich mir mal über, muss ich mir bald nur den Schlüssel noch ranmachen. Dann ist hier noch drin eine Packung Knickknacks. Werde ich auf jeden Fall auch mal demnächst wegsnacken. Dann ist hier drin ein Pfandzeichen. Wenn ich mal eine Flasche finden sollte, wo kein Etikett drauf ist, kann ich es einfach rüberstülpen. Dann bin ich um 25 Cent reicher. Und bevor wir jetzt zu dem ganzen Kleingeld kommen, ist hier noch dieses Teil drin. Keine Ahnung, was das ist, aber ich werde schon dafür Verwendung finden. Ach, eine Sache ist hier noch drin. Und zwar von Agrargenossenschaft Solat EG. Irgendwie so ein komisches Ding. Soll ein Schlüsselanhänger sein, glaube ich. So, das Paket ist soweit leer. Hier sind noch eine Menge Geldstücke drin. Und diese Geldstücke werden wir mal jetzt zusammen zählen.
So, hier ist noch ein Centstück. Hat sich gut versteckt. So, die ganzen Sachen packe ich jetzt erstmal wieder ein, damit ich ein bisschen Platz habe. Und dann geht gleich das große Zählen los. So, ganz vorsichtig nach unten legen. Da haben wir ja hier noch ein bisschen Kleingeld. Kriege ich das irgendwie auf? Kommt raus, ihr Geldstücke! Ihr seid in Freiheit! So, ich zähle jetzt ein bisschen Geld. 10, 30, 80, 100, 110, 120, 130, 135, 140, 143, 146, 149, 150, 153, 154, 156, 161, 181, 201, 241, 281, 301, 311, 351 und insgesamt 3,91 Euro habe ich aus diesem Paket herausnehmen können. Vielen Dank an Andersbeats für dieses tolle Päckchen. Das hat mich jetzt sehr gefreut. Für sehr viele Sachen habe ich auf jeden Fall auch Verwendung. Für das Kleingeld hier auf jeden Fall, für die Feuerzeuge auch, für das Gönnergy auf jeden Fall. Dazu werde ich noch demnächst ein Video machen, wie ich das probiere. Auch wenn der Hype schon sehr lange vorbei ist. Und auch über diese vielen anderen Sachen freue ich mich sehr. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh.